Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück zu Settlementes Survival. Wir sind hier jetzt bei dem spannenden Moment, wo mal wieder fremde Leute einfach in mein Lagerhaus reinrennen und sich Sachen daraus holen. Was ist denn das für ein Benehmen? Wer stellt das eigentlich dann fest, dass die Einwanderer da sind? Das ist unglaublich. So, wir haben wieder ganz viele Leute, die wahrscheinlich wieder keine Häuser haben, weil... Ja, woher sollte man wissen, dass die kommen, ne? Aber sie können direkt anfangen zu arbeiten. Das ist das Wichtigste. Direkt erstmal hier Zwangsarbeit irgendwo zugewiesen werden, wo sie irgendwas tun sollen. Irgendein Gemüsesüppchen kochen oder sowas. Oder hier ein bisschen Mehl mit Mehlen, genau. Ein bisschen mit Mehlen. Los, geht mehlen. Das ist auch definitiv genau die richtige Beschreibung für diesen Beruf. Oh, hier sind noch freie Häuser über. Oh Gott, kriegen die auch noch Häuser? Das geht aber nicht. So, hier fehlen übrigens auch noch Häuser, die wir noch bauen müssen. Hier ist auch wieder keiner am Arbeiten. Sehr schön, sehr schön. Dann können wir mal ein Fest feiern. 10 Monate noch. Sehr gut. Steigt die nächste Fete hier. So, wo fehlt denn jetzt hier jemanden einem zum Arbeiten? Du hast keinen Kollegen. Hier oben fehlt ein Kollege. Das ist alles voll. Hier. Da fehlen sie beim Stahl. Hier fehlen ein paar Leute. Hier fehlen 2 Leute direkt. Hier fehlt noch der Arbeitsvertrag für den 4. Kollegen. Hier fehlt einer. Hier fehlt einer. Wie haben wir davon eigentlich? Genug eigentlich. Wir könnten eigentlich mal alle Häuser mit diesem Werkzeugsatz ausrüsten, weil... Ich ehrlich gesagt gar nicht weiß, was der eigentlich sonst so tut. So, wie sieht es eigentlich hier... Oh, wir haben schon wieder alle verbraucht. Ich wollte gerade sagen, wie sieht es denn hier auf dem Steinbruch aus? Können wir da noch jemanden arbeiten lassen? Aber ich glaube, die sind alle schon wieder aufgebraucht. Immerhin haben wir mal wieder ein bisschen Stein auf Vorrat. Das ist ja schon mal was. 57 Leute wohnen in der Hütte. Das ist kein Kesselhaus in der Nähe. Bitte was? Kein Kesselhaus für unsere Ritterburg? Das geht doch nicht. Wo Kesselhaus? Hier ist Kesselhaus. Ja, es ist nur die Frage, wohin mit Kesselhaus? Ich meine, da wir natürlich davon ausgehen, dass wir hier zwangsläufig irgendwann mal vielleicht mal wieder erweitern, bauen wir es einfach mal dahin, weil... Joa. Keine Ahnung, macht so Sinn erstmal im ersten Moment, ne? Dann ist da dann auch warm in der Burg. Hier wächst gerade sowieso nichts. Ich weiß nicht, haben wir noch eine Karawane unterwegs? Ja. Von was? Wie viele Leute sind da gestorben? Die sind doch gar nicht losgelaufen. Das heißt, von unserer 25 Mann starken Karawane sind jetzt bereits 7 Leute tot, bevor sie angefangen haben zu karawanisieren. Weil ich, Vollidiot, die ganzen Glockentürme verkaufen wollte. Kann ich das noch da... Kann ich das doch da raus noch nehmen? Ich kann doch jetzt wohl bitte dieses eine Icon hier... Das ist ein Scherz. Jetzt muss ich echt warten. Jetzt muss ich wirklich warten, bis das da alles draußen ist. Ich glaube ja nicht. Wo wollten die hin? Nach da wollen die hin. Ja, okay. Dann machen wir das einfach nochmal neu. Dann haben wir dann auch wieder unsere ganzen Karawanen... nicht Karawanen. Unsere ganzen Glockentürme wieder da, wo sie hingehören. Und können jetzt hier nochmal ordentlich nachlegen mit den ganzen Sachen, die wir hier für die Leute produzieren. Weil wir nett sind oder so? I guess. Weiß ich auch nicht genau, warum wir das eigentlich tun, aber wir tun es einfach mal. Gehandelte Waren, was haben wir denn noch hier zum Handeln? Handel, Handel, Handel. Luxusmöbel. Handeln wir mit Luxusmöbeln? Keine Ahnung. Jetzt schon. Öfen haben wir auch so viele von. Dieses auserlesene Schwert, das ist doch auch nur... Weiß ich nicht, das ist doch eigentlich nur ein Handelsgegenstand, oder nicht? Den können wir doch mal einfach jetzt hier dick verkaufen. Brennstoff würde ich mal so lassen. Industriekraftstoff haben wir auch eigentlich relativ viel. Werkzeug, ich weiß nicht, dieses stabile Werkzeug brauchen wir, glaube ich. Getränke können wir. Wasser verkaufen. Und Bandagen und Papier, was wir jetzt auf einmal viel haben. Baumaterialien, ich weiß nicht, ist Jade? Ist das ein Baumaterial? Ich dachte, das wäre eher so ein Hokuspokus. Was ganz tolles Material. Naja, egal. Lassen wir mal so.
Wir haben noch ein bisschen Gewicht frei. Wir könnten da noch irgendwas auf das Schiff draufklatschen, was wir eigentlich gar nicht brauchen. Haben wir denn noch was, was wir eigentlich nicht brauchen? Möbel. Nur noch ein paar Möbel mit hier. Packt man auch 100 Möbel da auf den Kahn drauf. Ich weiß nämlich sonst nicht mehr, was die noch dabei hatten. Also ich meine, ja, diese Glockentürme, aber... Nee, die brauche ich selber. Ich will meine Kirchen mal aufrüsten hier. Ich habe keine Ahnung, wird diese edle Handtasche, wird die dafür produziert oder für was anderes? So, wir dürfen nicht mehr Handelswaren nehmen. Ja, egal. Weg damit. Und dann kaufen wir. Was kaufen wir eigentlich ein? Wir wollten... Nee, Stahl wollten wir nicht haben. Ich weiß nicht, sonst kaufen wir da halt wieder spezielle Medizin im Umfang von 1000 Stück ein. 22.000. Wir kaufen einfach mal Medizin im Umfang von 3000 Flaschen ein. Kaufen. Sehr schön. Wir haben 20 Leute hier. Das weiß ich immer noch nicht, was das macht. Die Versicherung bleibt aktiv. Es gibt keine Arbeiter. Dann lauft halt mit 19 Leuten. Das kann doch nicht so schwer sein, dass die da auch immer so rumheulen. So. Glockenturm hier. So, jetzt müssen die ganzen Dinger wieder ausladen, wetten. Wo sind die Glockentürme hin? Wo ist unsere Kaffeemutti hin? Handelsschiff. Wir haben übrigens heute die ganze Zeit noch, das nicht vergessen, noch einen technischen Punkt offen. Kümmere ich mich gleich drum. Ich muss nochmal hin kurz. Irgendwie hinterherkommen, weil irgendwie... Bücher haben wir alle noch. Also schaut der Porzellan. Das ist nichts, was ich haben will. Ne, ich glaube, ihr fahrt diese Runde mal weiter mit eurem kleinen Schiffchen. Wir machen jetzt hier erstmal technischen Punkt frei. Oh, was ist denn hier passiert? Das ist neu. Ich habe eben noch ein Update gemacht. Was haben wir denn hier Schönes? Technologiepunkte, wir haben sogar 3 Stück. Aha. Spannend. Ja, ja, wir kaufen ein paar Bücher. Karawane umgestalten. Handelskontakte. Schmuck. Bergbau. Haben wir sonst alles, ne? Hier fehlen auch Steine. Das sieht aber spannend aus. Die Levelobergrenze für die extreme Technologie ist 99. Du kannst selber uns verwenden, um das extreme Technologielevel. Die maximale Haltbarkeit von den Bürgern der getragenen Kleidung erhöht sich um 1%. Okay. Das ist interessant. Das heißt, wir können jetzt einfach irgendwas machen. Wenn wir jetzt mal hier zum Beispiel den Brennstoff aktivieren. Jo. Das heißt, bei der nächsten Stufe schon um 4% besser. Das ist jetzt aber schon mal eine Hausnummer, du. Wobei ich trotzdem einfach sagen würde, wir machen jetzt einfach der Vollständigkeit hauen wir jetzt hier noch die Punkte nachher rein. Wir machen jetzt hier noch den einen noch. Und dann haben wir noch das komische Getriebe hier. Also haben wir es noch 1, 2, 3, 4 Punkte, die wir noch hier auf der Liste abarbeiten müssen. Und das geht ja relativ schnell hier oben. Und danach können wir uns dann tatsächlich schon damit befassen, zu gucken, wie wir diese Upgrades dann noch reinhauen, weil dann ist ja hier schon recht effizient alles so. So, wir haben jetzt dreimal den Badge-Umbau gemacht und Kirchen sind jetzt alle totally fancy. Hier können wir eigentlich mal dieses komische... Wir haben keine Kleider auf Vorrat, okay. Dann sollten wir mal herstellen, diese Kleider, weil dann können wir nämlich unsere Theatersäle noch ein bisschen theateriger machen. Ne? Und dann läuft es auch wieder. So, und hier haben wir noch 4 Monate Zeit, bis dann da wieder mal es abgeht. Dieser Mantel, wird der gebraucht? Ich weiß es gar nicht. Wir stellen mal dieses komische Kleid her. Das schon umgestellt? Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die jetzt dafür brauchen, aber wir lassen sie mal ein bisschen rödeln und am besten sperren wir das Kleid auch mal schnell wieder. Dieses Kleid.
Wir sperren das Kleid, weil dann können wir nämlich dafür sorgen, dass das auch nicht dann irgendwie sich anzieht, sondern dass wir das im Lager haben und dann auch benutzen können, wenn wir es brauchen. So ist der Plan. Weil dann können wir es nämlich in diese Upgrades reinhauen und dann, ja, dann sehen wir mal, was dann da so passiert. Das können wir eigentlich im Krematorium machen. Können es verstärken. Spannend. Hier können wir irgendwas tun. Wir hätten hier mal noch ein paar Bücher reintun müssen. Hier zum Beispiel mechanische Grundprinzipien und das Leben genießen. Und die Leute nicht so gestresst sind, ne? So. Hier unten können wir auch mal noch ich ist gerade 1000 Steine freigegeben. Wo baut der denn jetzt noch 1000 Steine ein? Ich habe Fragen. Aber besser kriege ich keine Antwort darauf. Nee. So, hier ist er auch fertig mit Abreißen. Das hatten wir ja auch noch. Das heißt, wir können jetzt hier dann noch ein paar von den Villen hinsetzen. Und die Leute dann happy sind. Hier ist sowas schon, dieses Zeug schon drin. Hier ist auch schon drin. Kann man hier noch was updaten? Arbeitseffizienz steigert. Ja, komm, wir hauen einfach mal jetzt ein paar Upgrades raus überall. So, was man so upgraden kann, das können wir ja mal machen. So, ich will die Marktkapazität. Wir haben die Kapazität der Gegenstände wird um 100%. Ja, das ist eigentlich, brauchen wir eigentlich nicht. Brauchen wir nicht. Sag ich es ganz ehrlich, so brauchen wir nicht. Das lohnt sich nicht. Das hier kann man auch mal einfach ignorieren. Hier, die meisten Sachen haben wir ja schon upgraded. Hier können wir übrigens wieder mal ein bisschen Geld investieren. Wieder 100.000 einzahlen und dann auf das nächste Konto dann nochmal 50.000. Dann haben wir noch ein bisschen Geld über und auch wieder genug in der Bank. Da kommt auch schon wieder ein Schiff, weil, weiß ich nicht, dachten sich beim letzten Mal schon so, der kauft nichts, deswegen kommen wir jetzt öfter wieder. I guess. Könnten anfangen, die Hütten umzubauen. Wir brauchen Katzen. Wir brauchen ganz viele Katzen. Kann der Stress der Bewohner um 5% verringern? Welpen um 15%. Das können wir tatsächlich mal machen. Und 1080 Möbel. Yo! Nee, aber das können wir mal mit den Hunden. Das können wir mal angehen. Wo können wir diese Hunde kaufen? Wahrscheinlich muss ich mein Geld gleich direkt wieder auslösen, aber wo kriegen wir Hundewelpen her? Hundewelpen? Was kostest du? 10.000? Jo, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Honestly, ich glaube nicht. Keine Hundewelpen. Das müssen wir irgendwie anders herstellen. Vielleicht kann man die ja irgendwie produzieren. Keine Ahnung, vielleicht gibt es da irgendwie in so einen Hof, wo man das machen kann. Schlachten beginnen. Ich finde es schön, dass unsere Tiere direkt geschlachtet werden. Achso, war da nicht noch irgendwas mit einem Bison? Wir wollten dann noch irgendwo einen Stall bauen für so einen Bison. Da war doch was. Tierhaltung, Viehhof, Hartholzweide. Wir wollten noch Bisons fangen und irgendwo hinsetzen. Die haben wir noch bekommen. Da war doch was. So, das hier ist jetzt im Kesselhaus, Servicebereich. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gibt es hier eigentlich noch irgendwo so ein Ding, was noch kein Buch hat? Du hast irgendwie kein Upgrade für mehr Bücher. Nähtechnik. Maximal Gesundheit. Nehme ich. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Die Karawane ist zurückgekehrt. Wir haben Cash. Und ein Reisender ist angekommen. Der hätte gerne Hummer. Oder Mehl. Wir verkaufen die Mehl. So. Karawane ist reingeschaltet. Wir haben einen neuen Ruflevel. Das haben sie endlich geändert hier. Das fand ich echt schlimm mit dem, dass man da durchscrollen musste. Aber das ist doch das cool hier. Großer Palast. Den können wir also bauen. Ich habe nur so das dumme Gefühl, dass das wieder sowas ist. Wenn ich da schon wieder die Preise sehe. 9.999 davon, 9.999 davon und 999 davon und hast du nicht gesehen. Ne? Das ist ja,
Oh, das weiß ich ja nicht. Aber das, also ich meine, das geht auf Dauer, dauert das halt ein bisschen, aber. Wir lassen den mal erstmal außen vor, nicht? Wir wollen es ja nicht übertreiben. Wir können jetzt hier wieder ein Fest feiern, dann rennen sie alle wieder dahin. Vorbereitung für das Fest. Es dauert wieder 4 Jahre, bis die da alle hingelaufen sind. Und dann machen die da Dick Party. Und haben alle wieder Bock auf Kinder kriegen und dann sterben sie alle wieder. Was ist das? Guck es dir an, wie sie da hinrennen. Aber aus allen Richtungen, ne? Vielleicht hätte ich diesen komischen Kürbiskopf doch besser irgendwie so etwas zentraler hingestellt. Diesen Friedhof können wir übrigens demnächst auch mal gegen irgendwas anderes austauschen. Grabstein, 208 Menschen begraben. Sie lässt nach. Oh nein. Dann werd glücklich. So. Der Stress der Bürger sinkt tatsächlich. Also er ist nicht am Singen, sondern er sinkt. Was, kurze Quizfrage. Können wir? Da kriegen wir einen günstiger. Wir müssten also nur eine Transportladung mit. Wie viel brauchen wir für den kompletten Batch hier? Wir brauchen nur 100, eigentlich. Also das ist eigentlich machbar. Feldertrag? Nein, danke. Ein Technologiepunkt. Ich weiß ja nicht. Bergbaufähigkeiten etwas höher. Das ist, glaube ich, sinnvoller. Nee, sonst gucke ich dann. Da müssen wir nächste Folge mal gucken, dass wir nochmal eine Karawane zusammenstellen. Hier oben geht es schon wieder ab gerade. Weil Party. Ne? Party hart. Nee, dass wir dann mal eine Karawane wieder zusammenstellen. Am besten mit den 15 Leuten, die wir jetzt haben. Ich drücke jetzt einfach auf Pause. Dann stellen wir die zusammen, besorgen uns ein paar Hundewelpen. Und dann können wir mal anfangen, die Leute etwas zu entstressen. Und ich google mal, ob man irgendwie die Hundewelpen vielleicht auch irgendwie craften kann. Oder so ähnlich. Nee, werden wir rausfinden. Bis dahin, euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.